Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich wollte eigentlich noch eine Runde aufnehmen. Da war der PBE so gigahart ultra bug, dass alles relativ schwer geworden ist. Dementsprechend nehme ich jetzt doch noch eine Runde auf. Und dementsprechend, ja, werde ich euch jetzt ein bisschen was zeigen. Das Ganze kommt am... Oh, shit, was haben wir denn für einen Tag? Morgen kommt das, am Dienstag. Da kam vormittags der Podcast mit meinem Bruder, tatsächlich. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Schaut da ansonsten gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir reden immer über Gott und die Welt. Wir haben schon 50 Podcast-Folgen gemacht, glaube ich. Ziemlich viel. Und das Ganze wird jetzt wieder auf den Zweitkanal kommen. Wir werden der nächste Mal Totoboard zocken. Generell werde ich jetzt wieder mehr Zeit haben. Ich hatte jetzt eine sehr anstrengende Zeit auf der Arbeit, die jetzt langsam vorbei ist. Freitag ist auch das TFT-Turnier, wo Summoners in gegeneinander antreten wird. Ich werde vor allem natürlich Maxim versuchen zu bezwingen. Ja, was ich euch zeigen werde, ist wahrscheinlich Hyrule, Reroll, Roll. Wir sind hier sehr, sehr früh auf White gegangen, weil wir White auch spielen wollen. Ich nehme sehr gerne die Ahri mit, wenn ich sie am Anfang sehe und sie ein halbwegs vernünftiges Item hat. Ansonsten verkauft man die erste Unit ja für gewöhnlich. Ich tue das hier relativ selten. Wenn ihr Hyrule wollt, spielt ihr meistens auf Windstreak. Losing Streak zu spielen ist relativ strange, wenn ihr versucht früh zu rollen, um früh an T3-Unit zu kommen. Die Idee dahinter ist, dass es ja immer so ist, dass mit jedem Level eure Wahrscheinlichkeit für bessere Units steigt, ihr allerdings die Scheiß-Units wollt. Naja, man sieht jetzt hier die Windstreak-Anzeige. Es gibt jetzt so neue Fragezeichen-Items. Ich bin sehr interessiert. Ich hatte eben einen Krug mit Double Attack Speed und einen Rapid Fire kennen, was ich nicht bekommen habe. Aber das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen die Idee. Das heißt, wir versuchen wahrscheinlich früh für einen Warwick 3, dann kriege ich relativ oft vielleicht auch eine Nidar 3, je nachdem. Wir werden für gewöhnlich rerollen wir. Rerollen wir die Runde vor den Krux. Ah, wir haben zumindest schon mal Nieder 2, da können wir uns schon mal nicht beklagen. Aber das ist so ein bisschen die Idee, die wir hier auf jeden Fall durchsetzen wollen. Generell werde ich bei den TFT-Games auf dem Zweitkanal jetzt ein bisschen weniger darauf achten, dass sie fantastisch sind, um auch ein bisschen besseres Bild von meinen davon zu zeigen, wie ich besser werde. Weil wenn ich euch nur gute Runden zeige, dann liegt das ja meistens nicht daran, dass sie gut waren, sondern dass ich Glück hatte. Das heißt, es werden mehr Runden kommen, wo ich vielleicht nochmal Vierter, Fünfter werde, um euch halt zu zeigen, was ich daraus lerne oder was ich daraus mitnehme. Weil ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, aus jeder TFT-Runde kann man lernen und sollte man lernen. Zum Beispiel würde ich hier sofort rausnehmen, ey, lass das nächste Mal doch bessere Items droppen. Game. Generell wollen wir sehr, sehr spät erst in Level investieren, sondern bis dann einfach alles mit dem, was für uns in irgendeiner Art und Weise relevant werden kann. Auch ein Kassadin kann man mitnehmen, in der White kommt, weil man eh früher oder später Richtung Sorcerer geht. Dadurch, dass wir die Runde gewinnen wollen, stellen wir von Anfang an sinnvoll auf. Sinnvoll heißt hier in dem Fall so. Könnten die auch hier hinstellen, aber es macht nicht so viel Unterschied. Wir könnten mit der Warwick 2, wenn wir ihn zum Beispiel hier hinstellen, Nidar als Tank zu missbrauchen, ist ein bisschen risky, weil es sein kann, dass sie tatsächlich einfach früh stirbt, was jetzt nicht so der Traum wäre. Die Idee ist jetzt, dass der Warwick den Kassadin tankt. Wenn der Kassadin zu unserer Nidar kommt, wäre das ein bisschen unangenehmer. So oder so sollten wir die Runde allerdings gewinnen, weil der Gegner keine Tier 2 Unit hat und wir mit unseren Line-Up schon recht strong unterwegs sind. Nidar 2 ist generell ziemlich underrated, also Nidar als Unit ist sehr, sehr stark. Wir nehmen den Darius einfach mit, für den Fall, dass wir einen zweiten Darius kriegen. Wir können auch Rexha mitnehmen, aber Rexha ist so eine weaker Unit, weiß was nehmen. Wir nehmen sie erst gar nicht mit. Wir wollen hier keine falschen Hoffnungen machen. Wir leveln quasi erst sehr spät und wollen hier starten. Das heißt, ihr könnt hier auch noch für den Losing Streak gehen, um im ersten Karussell ein gutes Item zu kriegen. Das macht vor allem Sinn, wenn ihr in der ersten Runde einen Spatula kriegt, dann gehe ich sehr gerne dafür. Spatula ist, glaube ich, eigentlich. Das ist übrigens der Bug, von dem ich eben geredet habe. Das heißt, wir müssen uns immer wieder auf unser Board zurückkämpfen. Super anstrengend. Ich weiß nicht, wie solche Bugs entstehen können überhaupt. Wir kriegen scheinbar die Nidalee hier recht früh hoch. Wir nehmen auch Kassadin mit, noch K6 mit. Jetzt hätten wir natürlich direkt sehr gerne mitgenommen im Nachhinein. Wir könnten ja auch leveln, aber wir werden, wie gesagt, nicht leveln bis hierhin, um dann auf große Shopping-Tour zu gehen. Wenn wir jetzt schon auf 10 Gold kommen würden, wäre das natürlich geil, aber es ist recht unwahrscheinlich. Es kann auch sein, dass wir die Runde jetzt verlieren, weil wir halt eben nicht leveln, um noch hochzugehen. Da müsst ihr mal abwägen, ob ich der Windstreak lieber ist oder das Gold stauen, um dann in großen Mengen zu resetten. Ich glaube, der Trick ist, erst auf ein anderes Board und dann auf das eigene Board zu gehen. Dann funktioniert das witzigerweise. Die Ariud war gut, der Zed hat allerdings unverschämten Crit, der uns wahrscheinlich hier noch um die Ohren fliegen wird.
Aber wie ihr seht, der Needle hier in Kombination mit dem Needle Damage reicht hier tatsächlich, um mit drei Units erfolgreich zu sein. Das abschätzen zu können, ist super schwer. Also ich konnte das jetzt ganz offensichtlich auch nicht abschätzen. Ja klar, auf das Board würde ich. Vielen Dank. Kriegen jetzt den Warwick 2, das ist super angenehm. Wir wollen natürlich über 10 Gold bleiben, aber den Kasselin lassen wir uns nicht entgehen. Wir wechseln, wir werden den Kha'Zix unwahrscheinlicher spielen als den Darius, einfach weil Darius die bessere 2-Unit ist. Wir bleiben über 10 Gold, um im Zweifelsfall halt noch dieses eine Gold mehr mitzunehmen und hoffen, dass wir jetzt auch noch diese Runde gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Wir haben zwei T2-Units, wir haben einen starken White-Buff. Ja, danke für gar nichts, Game. Das ist super. Bin ich das? Ne, das bin ich. Sollte mir vielleicht doch mal ein Icon anlegen, einfach nur, um in solchen Situationen weniger Frust zu verspüren. Der Darius wurde hier von Kassadin angegriffen, das ist nicht so schlecht, aber der Nobel-Buff, der haut uns hier gerade komplett kaputt. Plus der Nieder hier ging diesmal, glaube ich, noch auf Warwick in der Szene, wo wir ihn da lieber nicht mehr gehabt hätten. Das heißt, wir verlieren die Runde. Nicht so schlimm. Wir rutschen auf 92, das heißt, wir können früher picken. It's okay-ish. Und wir sind eh über 10 Gold. Natürlich trotzdem schade, weil wir den Winning Streak gerne behalten hätten, ne? Ja, das ist jetzt ein anderes Problem. Die Idee ist, man klickt erst woanders hin auf der Map und dann wieder hin und dann funktioniert es. Es ist alles ein bisschen buggy gerade. Die Ahri mit Cloth Armor ist natürlich jetzt nicht so attraktiv. Das wäre gut für uns. Attack Speed ist gut für uns. Das heißt, wir gehen. Ja, wir gehen für die Cutter. So drei Unit, die wir verkaufen können. Das ist gut für uns. Die Ahri wäre zwar nett als Unit, aber die Cloth Armor hilft uns nicht. Was könnten wir daraus bauen? Frozen Heart. Frozen Heart ist wahrscheinlich noch mit das Sinnvollste. Und selbst das ist nicht sinnvoll. Der Sound ist auch buggy. Also aktuell ist einfach alles hier ein bisschen RIP. Jetzt wollen wir noch nicht rollen, sondern wir wollen die Runde danach anfangen, aktiv zu rollen. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese Runde verlieren sollten, dann werden wir uns von den Darius trennen, um auf 20 Gold zu kommen. Und dann hier in der Runde werden wir komplett runterrollen. Hier in der Runde. Normalerweise werdet ihr bei den Cruxes mal leveln, weil ihr für 4 Gold ein neues Level erreicht. Mit der Comp, die wir spielen, wollen wir das nicht. Wir wollen Hard Force, wir wollen auf eine Tier 1, auf eine. Oh man, das ist so annoying. Wir wollen auf eine 3er Tier 1 Unit gehen. Bloodthirster und AP auf eine Nidia 2. Sounds disgusting, ist disgusting. Warwick kriegt zwar sein Zeug durch. Oh, und der Kessler, die macht seinen Job, ne? Hat er sehr, sehr gewissenhaft hier gemacht. Die Nidia, die möglichst lang rausgenommen. Dadurch hält sie sich jetzt quasi nur in An- und Abführung selber. Und mit Ahri zusammen sollte meine Lili das hier schaffen. Dementsprechend müssen wir uns auch nicht vom Darius trennen. Das ist doch schon mal super. Tja. Jetzt auch noch der Freeze. Wobei, das war ja gar nicht mein normaler Freeze. OBS lief sogar weiter. Das heißt, das Game ist auch noch gefreezed. Fantastisch. Das ist natürlich ein Trauerspiel hier aktuell. For some reason sind wir auch wieder auf einem anderen Board. Kommen allerdings zu unserem zurück. Haben jetzt die zweite Nidalee. Jetzt könnte man übrigens die Nidalee statt den Kasalin spielen. Ich werde das hier auch machen. Die Idee dahinter ist, dass Nidalee vom White Buff profitiert. Kassadin macht zwar seinen Job für uns aktuell sehr gut, aber es ist für uns relativ unentscheidend. Und dadurch, dass sie vom White Buff profitiert, sind zwei Nidalees einfach besser als eine. So ist es generell, Units doppelt zu spielen, ist das, wo man am Anfang ganz schlechtes Gefühl bei hat, weil man sich denkt, oh mein Gott, ist das schlecht, verzicht auf Synergies, aber an sich ist es super gut. Wir könnten jetzt hier übrigens auch die alle verkaufen, um, oh Lord. Das ist a really, really annoying Combo. Ich glaube, keine meiner Nidalees wird hier jemals ulten dürfen. Na doch, die eine darf ulten. Naja. Also Phantom Dancer, Rageblade, Kasalin ist halt einer der stärksten Sachen überhaupt. Und er wird, dadurch, dass er noch einen Kasalin hat, das wahrscheinlich auch kriegen. Das heißt auch, dass unsere Wahrscheinlichkeit für einen Dreier-Kasalin deutlich sinkt und wir verkaufen einfach alle unsere Units, weil wir jetzt quasi nur auf die White-Combo gehen. Wir dürfen jetzt nicht zurück zu unserem Feld, sondern nur über Umwege, so wie sich das natürlich auch gehört. Und jetzt rollen wir eben ordentlich rein. Wir wollen die White-Units. Wir könnten auch alles andere hier einfach mal mitnehmen, just in case, dass wir irgendwie eine andere Win-Condition aufgezeigt bekommen. Ansonsten gehen wir für die White Boys only. Wo wir jetzt ehrlich gesagt nicht den
glücklichsten Draw aller Zeiten haben. Ja, das haben wir schon deutlich schöner erlebt, ne? Oh mein Gott. Der junge Mann hier hat auf jeden Fall Items wie Sand am Meer. Den würde ich sehr, sehr gerne killen. Holy shit. Da ist ja richtig Zeitag. Warte, warum ist das denn jetzt das? Ah, ich dachte, ich kriege alles. Na, da habe ich die Rechnung natürlich ohne das Game gemacht, ne? So einfach wird es sein, dann doch nicht gemacht. Wir rollen jetzt weiter, weil auf 4 ist eure Wahrscheinlichkeit für die Units, die wir suchen, also Nidalee und Warwick, immer noch sehr, sehr hoch. Dass wir sie nicht kriegen, ist eine mittelschwere Tragödie gerade, aber das können wir einfach nicht ändern. Shit happens, right? Tja. Ich glaube, ich würde das sogar gerne der Ari geben. So eine Damages in der Phase des Gameset hat sich gar nicht so schlecht. Wir testen das mal. Ich bin an sich kein großer Fan von dem Item, aber hier können wir das machen. Ihr werdet immer das Problem haben, dass ihr quasi gegen Leute fightet, die mehr Units haben als ihr. Das ist so ein bisschen das Kernding. Aber ihr gleicht das wiederum darüber aus, dass ihr halt Units habt, die schlichtweg stärker sind als deren Units. Hier in den Fall hat jetzt gerade alles sehr gut funktioniert. Dieser Sepp war tatsächlich sogar solid. Wir haben ihn zumindest auch mal gesehen. Wenn ihr keine T3-Unit erreicht, dann habt ihr sehr, sehr viel Gold geburnt, ohne 4 rauszukriegen. Eure Hoffnung ist dann, dass ihr trotzdem auf den Winning Streak kommt. Gerade in der Wildcom ist das Ganze auch ein bisschen risky, weil ihr tatsächlich die T3-Units braucht, weil ihr ansonsten den Nah so spät hier erst hittet als eure Win-Condition. Jetzt hitten wir allerdings den Ringer und als Übergangs-Unit ist der sogar fein. Double Nidalee oder Double Warwick. Ich persönlich gehe für Double Nidalee lieber. Der Rengar ist natürlich eine schwache Unit, aber gibt mir 4er Wild. Warte mal. Tatsächlich sind alle meine Units Wild. Das heißt, it doesn't matter. Wenn ich jetzt eine andere Unit hätte, dann würde der Buff ja dann auch für sie gelten. Allerdings ist das in diesem Fall ja überhaupt nicht so. Der Kha'Zix ist nicht nach hinten gesprungen. Das ist sehr gut für uns. Das Problem ist natürlich, dass der Typ hier so viele Kha'Zix spielt, dass nichts von mir ulten wird in diesem Leben. Außer meine Ahri. Und die macht nicht genug Damage, leider. Auch wenn es ganz gut aussah. Also dafür, dass der so viele Kha'Zix hat. Zum Beispiel mit den seinen Lineup würde ich immer highrollen. Wenn du so früh 2 T2 von etwas findest, was so stark wie Kha'Zix ist, solltest du immer highrollen. Es ist so fucking strong. Tja. Wir werden jetzt bis zum Ende des Tages highrollen. Bis wir Warwick und Nidalee 2 haben oder random den Nah hitten und nicht leveln. Jetzt quasi bei der Taktik klein beizugeben, hilft dir gar nicht. Du willst jetzt die Tier 3 Units, um dann über einen Winning Streak das Game zurückzuerlangen. Hinten raus haben wir natürlich Shapeshifter oder Sorcerer, wahrscheinlich eher Sorcerer mit Nauride und Soul. Eignet sich einfach besser als harte Win Condition. Wir fliegen mal wieder durch die komplette Gegend, aber nicht da, wo wir fighten. Der Gegner hat ein sehr, sehr ähnliches Lineup wie wir, hat allerdings 40 Gold und 7 Billionen Items, die er nicht nutzt. Please use your items, man. Ich weiß nicht, auf was der wartet. Vielleicht will er den Nah direkt zum stärksten Ficker auf dem Board machen. Aber selbst das wäre ein bisschen weird. Vielleicht wird die Folge am Ende kein Glück für Johnny heißen. Aber wie ihr sehen könnt, wir sind damit immer noch gut dabei. Und wenn wir jetzt die Units getroffen hätten, die wir brauchen, dann wäre es natürlich völlig insane gewesen. Wir wollen den Nah. Wir wollen auf jeden Fall den Nah. Wir werden den Nah allerdings nicht kriegen. Aber der ist zu contested. Dann gehen wir natürlich für ein Item. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass so viele attraktive Sachen da sind, der hier sogar noch frei ist. Vielleicht sogar noch... LOL, was hat der Rest denn genommen? Okay, der will seinen Kha'Zix Tier 3 haben. Der geht random für eine Morgana, die aussieht wie eine Evelyn. Es ist eine Evelyn. Never mind. Der will den Rekursivbogen, was Feines. Oh, ich denke, wir haben alle ziemlich genau das bekommen, was wir wollten. Weichen wir jetzt vom Plan ab? Die Antwort seht ihr. Es ist ein Nein. Wir nehmen tatsächlich jetzt... Ich finde die immer noch stärker. Aber ein bisschen mehr Frontline würde uns gut tun.
Ach ja, wir ziehen das trotzdem jetzt erstmal durch. Uns fehlt ein Warwick, den werden wir recht bald kriegen. Wir haben Aurelion und Sol schon als Win Condition auf der Bank. Den Nah werden wir nie wieder benutzen. Und wir spielen gegen. Oh, what the actual fuck is this? This is something out of nightmares. Oh, shit. Okay, Nah into Ari-Ult war auf jeden Fall nett. Oh my goodness. This is illegal, right? Shouldn't be allowed to build that. Wir kriegen immer noch nicht unser Warwick, wir haben Aurelion. Soll allerdings schon fast vor zwei, was ein bisschen weird ist natürlich. Aber für uns ganz angenehm. In der Szene hätte es, glaube ich, nichts geändert. Aber das Ding mit Warwick ist einfach, dass er ein bisschen. Er macht ein bisschen mehr. Ich glaube, Nidalee stirbt jetzt einfach in der Phase. Ich glaube, der Nah muss ein bisschen früher ulten. Ich habe bei Nah 1 immer ein bisschen Sorge, dass er einfach stirbt. Aber. Sollte klar gehen. Den sein Darius hat den Buff bekommen. Das ist für uns ganz angenehm. Ich denke, der andere Boy hätte mehr damit gemacht. Die Ahri-Ult ist komplett am Trollen. Sadly. Na, hat jetzt kurz einen Prozess mit der Backline gemacht und kann sich dementsprechend dann auch noch die Cutter vorknüpfen. Das ist der Dream. Wir haben übrigens so viele Kassadins bekommen, dass man Kassadin mitnehmen sollte. Ich denke, man sollte immer für drei Tier 1er gleichzeitig versuchen zu gehen. Weil man damit halt auch einfach da den Frustrationsmoment hinten raus ein bisschen sich erspart. Ludo werden klasse dritter Mage, aber gerade sind wir da noch nicht für bereit. Bisschen unlucky, ne? Vielleicht hätten wir die Lulu wirklich mitnehmen sollen. Also ich krieg dann eins von diesen drei Items. Entweder, also generell zeigt ein das Game jetzt scheinbar mehr an. Was ja an sich nichts Negatives ist. Die Nahe hier außen zu stellen, damit nur ein Wolf auf ihn hittet, ist Standard. Ansonsten alles pretty much normal. Ja, wir stellen Warwick auf statt Nidalee, weil Warwick ein bisschen tankiger ist. Nahe darf auch tatsächlich gleich ulten. Das ist perfekt. Oh, warte mal, war da nicht sogar einer drin? Oh, what the hell? Now this is a sudden turn of event. Wem geben wir das? Wir werden Ahri nicht noch mehr Items als das geben. Das heißt, wir können ihm das geben. Prinzipiell limitierst du dich halt damit immer. Wir geben das trotzdem unseren Nah. Unser Nah ist super wichtig. Ja, da haben wir tatsächlich eine Free Unit bekommen. Ne? Wie ihr gesehen habt, haben wir übrigens auch jetzt nicht gelevelt. Wir hätten auch hier wieder leveln können. Unser Fall wäre das jetzt allerdings sogar Worth, weil wir dadurch Sorcerer kriegen würden. Das heißt, hier wäre Leveln wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber wenn wir jetzt nochmal Leveln erhöhen, wir wieder, also verringert sich wieder unsere Chance für die Tier 1 Units, die ja eigentlich unsere Win Condition sein sollten, auch wenn das hier relativ selten deutlich wird, weil wir sie einfach nicht kriegen, goddammit. Aber wir müssen sie auf jeden Fall fertig kriegen, bevor wir noch einmal hier das nächste Level erreichen, weil spätestens dann wird unsere Wahrscheinlichkeit für 1er Unit halt nochmal rapide reduziert. Wir werden wahrscheinlich erst die Lude voll haben, bevor wir irgendwas anderes voll kriegen. Aber die Lude ist halt einfach eine sehr, sehr sinnvolle Unit für uns. Oh, warte mal. Das hätte ich tatsächlich auch schon die Runde davor begreifen können. Das wäre sehr, sehr sinnvoll gewesen. So ist die Ausstellung, glaube ich, gerade am besten. Also vielleicht. Ja, da hätten wir gerade schon was haben können. Wir wollen natürlich auch locken, um die Ludo gleich auf 2 zu kriegen. Das ist schon mal angenehm. Und dann haben wir an sich auch schon mal ein starkes Line-up. Was allerdings halt jetzt eben an der Free Unit liegt und nicht wirklich an dem Spielstil, den wir hier fahren. Wir verdecken damit jetzt auch gerade die Schwäche, die diese Comp normalerweise hat, nämlich dass alle anderen jetzt in der Phase ein Level drüber sind. Die Nah Ultimate war leider Full Troll, die Lulu Ultimate hingegen war brillant. Und der Burst sitzt auf jeden Fall jetzt, dadurch, dass wir halt auch Sorcerer haben. Wir müssen jetzt nicht mehr locken, sondern kriegen die Lulu 2 über den Win, den wir bekommen haben. Es fehlt ein Yordle.
Wahrscheinlich nehmen wir noch den Ken mit rein. Alternative wäre Weiger für 6er Sorcerer, aber das ist recht unwahrscheinlich. Wir sind die ganze Zeit auf 0 Gold. Die Idee ist so ein bisschen, dass du hinten raus über einen starken Winning Streak halt nochmal viel rauskriegst. Oh, finally, man. What's about time? Ja, den so spät zu hitten ist natürlich jetzt nicht mehr so krass wie deutlich früher. Ich denke, wir werden jetzt auch nicht mehr für die Nidalee rollen. Wir wollen jetzt gleich einen Ken kriegen, das wäre super. Dann das Level abnehmen. Vielleicht kriegen wir sogar einen Ken in Roll. Ansonsten würde ich für eine Cloth Armor gehen, um den Nah den Red Buff zu geben, der richtig sexy wäre. Oder wir gehen für einen Aurelion, wenn sich einer zeigt. Es hat gerade auch jemand Nidalee 3 getroffen. Das heißt, es gab einfach mehrere Leute, die dafür gegangen sind. Generell könnt ihr sowas natürlich auch immer vorher checken. Mein Nah wird jetzt allerdings leider gerade brutal gehittet vom Kasadin. Mein Aurelion chased einen Pike. Das ist eine ziemlich beschissene Situation, was zu insane viel Damage bei uns führen wird. Was allerdings unsere Roll-Situation fürs Karussell verbessert, wo wir hoffentlich sofort loslaufen können und nicht wieder Giga-Stuck sind. Okay, wir sind zumindest schon mal da, wo wir hinwollen. Wir wollen da oben hin. Zu dem wollen wir hin. Wir werden den, wenn wir noch einen Spatula kriegen, den natürlich denen auch noch geben. Ansonsten wäre interessant gewesen, Rapid Fire Cannon natürlich. Super strong, dass das hier nicht genommen. Da nimmt jemand Attack Speed statt Rapid Fire Cannon. Are you drunk, mate? Also ich meine, klar, du kannst auch so Static machen, aber this is actually pretty fucking bad. Der Cannon wäre für uns auch interessant gewesen, aber ein Aurelion soll auf 2 zu kriegen, ist natürlich hier priomäßig höher. Jetzt haben wir auch noch die Nidalee. Und damit haben wir jetzt hier tatsächlich alles, was wir erstmal brauchen. Die Ahri 3 werden wir nicht mehr hitten. Sie jetzt allerdings zu verkaufen, um ein Level-Up zu kriegen, ist es sinnlos, weil wir das Level-Up ja trotzdem dann nicht nutzen können, um eine Unit mehr draufzustellen. Ja, und jetzt sind wir online. Ist aber weird alles, ne? Ich nehme die Lulu erstmal mit. Ist wirklich weird. Can't really tell what happened here. Die Items, die wir auf der Ahri haben, wollen wir natürlich eigentlich ein bisschen auf den Aurelion haben, aber sie sind auch auf Ahri nicht schlecht. Ahri ist generell ein bisschen stärker, als ihr Ruf manchmal verlauten lässt. Now Ultimate, Aurelion dürfte sich jetzt gleich auch mal darum bemühen, zu ulten. There we go. Und jetzt hat der Typ halt immer noch seinen Kasadin, aber gegen meine Anzahl der Units sollte er eigentlich verlieren. Die Ludo Ultimate hilft hier natürlich auch nochmal. Er muss CC'd werden, ansonsten schaffen wir das hier auf Dauer allerdings auch nicht. Das ist ja komplett witzlos. Ja, wir werden tatsächlich diesen Fight verlieren. Im Best Case läuft er aus. Deswegen Highroad man gerne für Kasadin 3. Tja, this sucked really hard. Ich gucke immer noch, ob wir nicht den Ken kriegen. Ja, der Buff war jetzt gerade stärker als Shapeshifter-Buff. Wenngleich Shapeshifter natürlich auch ganz nett ist. Plus den Drake-Buff, der hier zwar der Shyvana nicht viel bringen wird, die wird trotzdem sterben. Aber wir können im Best Case den Aurelion besser verteidigen. Man. Das ist so annoying. Ich frage mich, wie solche Bugs passieren. Oh, Nah wurde von Phantom getroffen. Und der Zed haut sofort auf Aurelion. This is quite unfortunate. Der Vorteil davon, dass wir so low gehen, ist, dass wir... Oh, warte mal. Wie ist der Zed gestorben? Hab ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber sehr schön. Disarm natürlich leicht anstrengend. Allerdings kommen wir da trotzdem durch. Natürlich sind wir dann auch wieder auf einem anderen Feld. Wie sollte es auch anders sein? Statt Shapeshifter? Niazu? Ach, denn unser kommt nicht so viel Sinn, ne? Nehmen wir trotzdem mal mit. Wir werden hier auf gar keinen Fall irgendwie auf Blade Master kommen. Ja, da müssen wir ihn eigentlich auch nicht mitnehmen, ne? Ja, wenn der jetzt auch noch Spatula droppt, dann mache ich mich ja tot, ne? Und dann hätten wir ihn ja so doch erstmal behalten sollen. Ja, wir sollten die Runde übrigens auch gewinnen. Auch wenn der Nan nicht ultet, was durchaus passieren kann, aber er ultet.
Ludoid ist in diesen Creep Rounds mal mega, mega strong. Ha, this is like insane. Okay. Ja, ich kann mich offiziell überhaupt nicht mehr beschweren hier. Okay, unsere Frontline besteht aus diesen Units. Ja. Es sind ziemlich ein Nutroll, ne? Dadurch, dass wir 2 Units for free bekommen haben. Wir sind jetzt Level 6 und haben 8 Units stehen. Das ist schon insane. Wir werden jetzt auch versuchen, nochmal eine Echo aufzubauen. Weil wir natürlich hoffen, noch lang genug zu leben. Jetzt müssen wir wieder irgendwo anders hinklicken und dann dahin, wo wir sind. Und das ist hierhin. Dieser Gary macht mir wieder ein bisschen Sorgen. Aber der sollte eigentlich auch irgendwann mal sterben. Hängt ein bisschen davon ab, ob der Nine irgendwann fokust. Das tut er. Sehr freundlich. Und damit verabschieden wir hier den jungen Mann fast komplett. Das ist sehr gut, weil unser Ausgangslage fürs Karussell wird den Rest des Games gut bleiben, dadurch, dass wir nur auf 35 sind. Aber unsere Runden stehen und fallen immer noch sehr damit, ob Nah was tut oder nicht. Glacier kriegen wir nicht noch rein. Lulu 2 werden wir nicht für gehen, aber wir können gucken, wenn wir die Runde gewinnen, müssen wir sie auch nicht verkaufen. Ja, ansonsten haben wir Wild, Shapeshifter, Dragon, Yordle, Sorcerer, Ninja. Ne? Das ist schon alles sehr, sehr gut, weil einmal Ken ja auch von Sorcerer profitiert. Das ist auf jeden Fall nett. Ein Brawler wäre noch ganz nett, das heißt ein Cho. Cho für extra CC wäre auf jeden Fall noch eine nette Unit für uns. Der teilt die aus, seine Assassins. Ah, das ist der Set-Spieler, ne? Dass Aurelion hier den Phantom-Hit kassiert, ist natürlich ein bisschen unlucky. Ludo kann allerdings Ult mehr vor der Setze kill. Das ist mega sick. Holy shit, den habe ich ja komplett zerstört, den Boy. Das war übrigens der aktuell Erste, der gerade die Breitseite seines Lebens kassiert hat. Vielleicht übertreiben wir es völlig und gehen für noch einen Spatulle. Einfach nur. Aber eigentlich. Ah, wobei, wir bräuchten noch ein bisschen AP. AP wäre gut. Können wir doch auf noch mehr Sorcerer gehen. Können wir Ken durch den Sorcerer austauschen und die Shyvana auch. Wenn wir die Runde gewinnen, sollten wir Ludo, Kasadin und Weiger verkaufen, um mehr Gold zu haben. Okay, der hat eine Stufe 3 Vayne mit Double Rage Blade. Und eine ziemlich krasse Backline-Ult von der Leona bekommen. Mein Aurelion hat jetzt noch nicht so aktiv Lust am Spiel teilzunehmen. Wird jetzt auch noch gestunt von God knows. Wow. Gar nicht laut. Aber wir besiegen auch diesen Gegner. Leider allerdings wieder nicht mit genug Damage. Okay. Tja. Ich würde sagen, bei unserem Spatula-Glück gehen wir nochmal dafür, ne? Könnten auch für Elementals gehen, mit denen wir. Könnten auch für den Kennen gehen. Können wir gehen für den Kennen. Gleich noch einen Spatula kriegen. Ja, eigentlich spricht man das, glaube ich, anders aus. Pfannenwender, sagen wir einfach mal. Lol, der Sound eskaliert wieder. Ein Roll kann man mal machen. Soll ich nicht nein zu? Shyvana 2. Das ist auf jeden Fall nochmal stark. Ich denke, sie hat die höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie da im Early durchkommt. Dass wir noch ein Nah 1 haben, ist ein bisschen ein Problem. Aber ansonsten ist das alles ziemlich tippitoppi. Gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier wirklich nochmal wechseln und auf mehr Sorcerer gehen? Ich meine, es gibt sie schon, aber ich weiß nicht, ob es so worth wäre. Kommt unser Nah zum Ulten und ultet sein Nah. Unser Nah ultet auf jeden Fall, wenn früher. Tatsächlich passiert es allerdings nicht. Oh. Das sucks.
Das ist der erste. Der tut gut weh gerade. Wir können auch ein Level springen. Haben allerdings keinen insane Power Spike dafür dann. Ich glaube, wir sterben jetzt die Runde nicht. Das heißt, wir springen nicht im Level. Dann springen das Level danach und dann tauschen wir Shyvana für Kasadin, Veigar für Ken und hoffen, dass wir noch einen Sorcerer kriegen. Weil, wenn wir die Runde saven, können wir auch die Runde danach saven, weil es eine Creep Round ist. Den Aurelio mitzunehmen ist die Verlockung natürlich groß. Oh shit. Vielleicht stellen wir doch die Runde. Oh shit. Okay, unser Ult-Kombo war ziemlich sexy. Dadurch sollte das Problem eigentlich gelöst sein. Der Nachstopp auch bevor er ultet. Nice. Das heißt, damit einen weiteren rauskatapultiert. Das ist sehr gut. Jetzt kommt die Creep Round und danach können wir gucken, wofür wir noch gehen können. Ari 2, it's a trap ride. Feels like a trap. Haben nicht genug Damage für den, aber das Item ist eh nicht so krass für uns. Ari 2, ich meine, die Option für Ari 3 klingt natürlich verlockend, aber ich glaube nicht, dass wir sie noch kriegen werden. Stattdessen hoffen wir eher darauf, ob wir vielleicht doch noch Elemente hitten. War natürlich ziemlich lucky. Aber wenn wir jetzt gleich noch sowas wie Nanivea vorgeschlagen bekommen oder so, könnte das schon mal passieren. Warum hittet der nicht? Okay, womit habe ich den CC'd? I mean. Jetzt so Sword of Divine, wa? Ja. So. Wir haben jetzt gelevelt und jetzt rollen wir. Keine Ahnung, wir geben das einfach mal den Nah. Das war jetzt nicht so der schönste Roll für uns, ne? Ludo kann zu ulten. Nice. Die Ludo ult war sick. Sehr, sehr wichtig. Den Nah-Ultimate habe ich ehrlich gesagt nicht ganz gesehen, aber jetzt fliegt da noch eine Braum-Ultimate durch. Das war der erste, ne? Flamie wiederum stirbt. Sehr gut für uns. Man. Gab es da Elemente, die ich vielleicht gerollt habe? Maybe. Ich glaube, wir lassen die Ausstellung so. Ah, wir lassen die Ausstellung so. Oh, ich hätte mir die Ausstellung des Gegners wenigstens angucken sollen. Vielleicht hat er irgendwas Übertriebenes. Okay, sein Kasadin steht da, wo mein Lulu wieder ulten. Oh, scheiße, Lulu hat diesmal nicht geultet. Huge difference. Na, da fliegt allerdings jetzt noch die Brand-Ult. Das ist damage-mäßig reicht das auf jeden Fall. Sehr gut. Aber er hat noch eine Runde Zeit. Aber wir haben noch mögliche Upgrades. Wir müssen nur auf unser Feld dafür kommen. Da war der Ken. Den Ken gerollt. Fuck me, ey. Ken 2 wird ziemlich sick gewesen. Kann ich irgendwas da hinten reinstellen? Ich meine, der Nah ultet halt die ganze Zeit perfekt. Ich überlege, Nidalee und Ludo zu tauschen, damit Ludo safe ultet. Und nicht vorher stirbt. Ist immer noch fein für uns, ne? Der schickt den Kasadin die ganze Zeit auf meinen. Der müsste den Kasadin anders positionieren. Sehr gut, der K6 von ihnen hat diesmal nicht mal eine Ludo getushottet. Die wiederum allerdings jetzt scheinbar auch nicht vernünftig geultet hat. Okay, ich spiele Pinball mit den Gegnern. Das ist sehr angenehm. Oh mein Gott.
Ah, das ist so unlucky, dass Aurelion nicht ultet. Okay, wir kommen nochmal ins Karussell. Brand oder Gnar? Oder ein Katus. Achso, jetzt kommt der andere Glacier, ne? Ich meine, wir könnten Shyvana rausnehmen, dafür Nivea spielen, einen Karthus rausnehmen, dafür Brand spielen. Das wäre schon ziemlich strong. Aber ich glaube, in der Theorie müsste Karthus ja jetzt trotzdem was machen können. Shyvana, kannst du wieder ulten? Nice. Dann kommt die Karthus-Ult. Sehr gut. Da kommt die Aurelion-Ult diesmal und eine verspätete Nah-Ult, die wiederum die Nidalee killt. Das heißt, das sollte jetzt hier tatsächlich unser Win sein. Wunderbar. Hyrule mit Double Spatula. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.